Substitution in Mathe hat einen echten Nutzen, echten Nutzen. Ich bin da richtig begeistert. Wozu, weshalb? Ich komme hier auf diese Beispiele gleich zu sprechen. Ich möchte bloß mal zeigen, was das in Kleinigkeiten manchmal schon bedeuten kann. Stellt euch mal vor, ich müsste das Volumen eines Loches, ich habe hier einen Zylinder, da ist ein Loch reingebohrt, aber eben nicht ganz tief. Also hier in diesem Fall ist das nur die Tiefe des Loches, also diese Körperhöhe, wenn ich mir das als ausgebohrtes Ding hier irgendwo vorstelle, dass es hier rumsteht. So, dann ist das also die Körperhöhe des Lochs. So, jetzt stellt euch mal vor, ich müsste immer diese ganze Formel mitschleppen und praktisch bei jedem nächsten Schritt, den ich schreibe, immer diesen ganzen Kram hinschreiben, obwohl das gar nicht nötig ist. Ja, dann arbeite ich doch mit einfachen Formeln. Umgekehrt, man stellt erstmal eine grundsätzliche Formel auf und substituiert dann. Substituieren heißt eigentlich bloß austauschen, mehr nicht. Das ist also nicht schlimm. Der Nutzen müsste eigentlich schon fast klar geworden sein. Jetzt guckt mal, bleiben wir beim einfachen Thema Gleichung lösen. Nehmen wir mal an, diese Gleichung hier mit UL durch U ist R mal R2 durch R mal plus R2 und diesen ganzen Kram. Und ich möchte R da herausziehen. Ich muss aber jedes Mal, damit ich die R's unterscheiden kann, den Index mitschleppen. Da wäre ich doch blöd. Ich schreibe ja doppelt so viel, ne? Hier muss ich immer zwei Buchstaben schreiben. Dann mache ich zu Anfang eine Festlegung und sage, okay, U2 ist meinetwegen A, U ist B, R ist C und RL, was hier andauernd diesen blöden Index dran hat, ist jetzt D. Und ich arbeite mit der Gleichung. Wie das dann geht, werde ich hier links nochmal schnell einfügen, wer dann Lust hat, sich das mal anzugucken. Genauso hier. PQ-Formel kann ich hier nicht anwenden, weil hier hoch 4 steht und hier hoch 2. Aber ich könnte sagen, ich sage einfach, warte mal. U, das kann ich austauschen. Austauschen heißt das ja nur, ne? Ich nehme x Quadrat ist gleich u. Und das ist dieser Substitutionsschritt und schreibe mir meine Gleichung neu hin. Dann müsste u Quadrat x hoch 4 sein. Also kann ich das direkt austauschen. Hier, x Quadrat ist u. Und schon kann ich mit der PQ-Formel weiterrechnen und so weiter. Auch hier irgendwo ein Link dazu, wird es ausführlich erklärt. Für die höheren Klassen. Ich kann manchmal gar nicht integrieren, wenn ich nicht etwas substituiere. Hier hat es ein Schüler mal erklärt, wunderschön. Er hat gesagt, warte mal, diesen Ausdruck, den tausche ich aus. Und ich rechne dann weiter mit U. Dann kann ich erst weiter integrieren. Und so weiter und so fort. Also ich hoffe, der Vorteil ist klar geworden. Substituieren ist eigentlich bloß ein Trick für Schreibfaule, könnte man ganz grob mal sagen in der Mathematik. Denn Mathe ist ja Schreiben und wir wollen es uns ja nicht zu schwer machen, ne? Ich hoffe, ihr habt es verstanden und ja, das ist eigentlich mein ganzes Ansinnen. Verstehen macht richtig Spaß, also freuen sich immer alle. Ich wünsche euch viel Freude. Tschüss.